Ja, willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal, dem Bamberger Börsenbrief. Ja, letzte Woche am Freitag, den 18. Juni, hatten wir einen Jahrestag. Für die meisten der deutschen Börsianer wahrscheinlich kein relativ schöner Jahrestag. Und zwar war es der Tag des einjährigen Jubiläums für den Absturz von Wirecard. Nahezu ein Totalverlust innerhalb von eines Tages gehabt. Über 90% ist die Aktie eingebrochen. Wir kennen alle die Schlagzeilen. Wirecard, Finanzkrimi, 2 Milliarden Euro weg. Niemand weiß, wo sie sind. Angeblich auf irgendwelchen philippinischen Inseln. Der Doppelagent Jan Marszalek. Und wie gesagt, am Freitag, dem 18. Juni letzte Woche, hatten wir den Jahrestag. Und in diesem Video will ich einfach so ein bisschen darauf eingehen, was waren die Learnings, was waren die Erfahrungen, die wir aus Wirecard ziehen können. Jetzt nicht unbedingt auf die Aktie an sich, sondern allgemeine Vorgehen, die wir als Privatanleger vor allem in der Zukunft umsetzen können, um uns einfach besser auf solche Firmen einzustellen und einfach besser zu wissen, wie ich mit sowas umgehen kann und vor allem, was ist so mein Leitfaden, an was ich mich so ein bisschen halten muss, um solche Totalverluste oder allgemein um solche extrem hohen Verluste, extrem risikoreiche Investments vielleicht ein bisschen besser managen zu können oder im Allgemeinen vielleicht sogar zu vermeiden. Die vier Punkte, die ich jetzt nennen werde im Verlauf des Videos, sind Diversifikation. Jeder von euch wird es ein Begriff sein. Dann investiere nur in das, was du verstehst. Darauf folgt eben, dass das Geld, was du investierst, der Börse überlassen ist und du mit einem Totalverlust rechnen musst. Und der letzte Punkt ist, dass du eben kritikfähig bist und dir deine eigene Meinung bilden musst an der Börse. So, zum ersten Punkt, Diversifikation. Ich habe mir hier auch ein paar Notizen aufgeschrieben, das heißt, wenn ich ab und zu mal runterschaue, nicht verunsichern lassen. Was heißt Diversifikation? Für mein Vermögen heißt Diversifikation die Aufteilung der Risiken in mehrere Werte, in mehrere Investmentmöglichkeiten. Das müssen nicht immer nur Aktien sein. Das kann auch Gold sein, Kupfer, Anleihen, keine Ahnung was. Es geht bei der Diversifikation darum, Risiken in mehrere Vermögenswerte aufzuteilen, um eben hohe Verluste zu vermeiden. Und damit meint man eben nicht die hohen Verluste bezogen auf eine Aktie, sondern auf das Gesamtvermögen. Und zwar gibt es hier nun unterschiedliche Ansätze. Profis wie Warren Buffett zum Beispiel setzen bei der Diversifikation nicht so darauf, wie ich es als Privatanleger handhabe. Da Profis wie Warren Buffett einfach viel mehr Zeit haben, aber vor allem viel mehr Know-how als ich, um Aktien zu analysieren, zu bewerten. Das kann ich als Privatanleger, vor allem mit der wenigen Erfahrung, die ich bis jetzt habe, kann ich das gar nicht so umsetzen wie diese Profis. Deswegen haben diese andere Diversifikationsmöglichkeiten, Diversifikationsansätze. Aber für mich als Privatanleger, der nicht jede Firma bis in die letzte Rechnung überprüfen kann, da ist Diversifikation ganz wichtig. Und vor allem jetzt als Beispiel von Wirecard. Viele Leute hatten ihr sämtliches Erspartes im Wirecard drin. Es gibt eine Doku, da hatte ich glaube, ein Fischer aus Friesland hatte 70.000 Euro. Das hat er sich über seine 40 Jahre Arbeitszeit angespart und hat das nur in Wirecard gesteckt. Ja, ist alles weg. Das ist natürlich scheiße. Aber wenn man nicht auf die Diversifikation achtet, dann passiert sowas halt viel eher, als wenn ich, sagen wir, 25 Aktien in meinem Depot habe. Und hier kommen wir dann auch schon auf den Punkt zu sprechen. Ich habe das jetzt mal einem genauen Beispiel notiert mit Wirecard. Also nehmen wir an, ich habe jetzt 10.000 Euro zur Verfügung. Viele Leute verfügen über diesen Betrag und wollen nun, dass sie kapieren, ey, bringt nichts, wenn ich das auf dem Sparbuch oder auf dem Konto liegen rum habe. Ich will das investieren. Ich will nicht in ETS investieren, da komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen. Ich will schon in Einzelaktien investieren, die ich mir auch selber anschaue, weil ich mir das zutraue. Dann würde ich jetzt sagen, gut, okay, dann fangt mal mit den 10.000 Euro an und verteilt die so auf 25 Unternehmen, die deiner Meinung nach gut bewertet sind, günstig sind, was weiß ich was. Wenn wir jetzt 25 Unternehmen haben, bei 10.000 Euro eingesetztem Kapital, haben wir ungefähr 4% Positionsgröße pro Aktie.
Wenn wir nun das Beispiel Wirecard herannehmen, es können 100% verloren gehen. Also 100% Totalverlust, was bei Wirecard der Fall war, haben wir eine Vermögensabnahme von 4%. Diese 4% sind im Allgemeinen, in der durchschnittlichen Rendite, durchaus drin, dass ich die im Jahresverlauf wieder einhole oder sogar überschreite. Und so sehen wir, dass wenn ich diversifiziere, solche Totalverluste besser managen kann. Es kann immer mal sein, dass man hohe Verluste macht, wenn man eine falsche Firma gekauft hat. Aber durch Diversifikation schaffen wir es hier, unseren Kopf besser aus der Schlinge zu ziehen. Und wenn wir eben nicht diversifizieren, bleibt unser Kopf in der Schlinge hängen. Und das ist tödlich im wahrsten Sinne des Wortes für unser Depot. Und natürlich kann man dann noch mehr Diversifikation beimischen, indem man in ETFs oder Fonds investiert, wo dann ein paar hundert Aktien drin sind, ein paar tausend Aktien drin sind. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. So, Punkt 2. Investiere nur in das, was du verstehst. Diesen Satz hört man immer und immer wieder. Der Mann, der im Mold am meisten geprägt hat, zum Warren, oder die Männer, die ihn am meisten geprägt haben, sind Warren Buffett und Peter Lynch. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es stimmt ja auch. Wer von uns oder vor allem wer von den Anlegern, die in Wirecard investiert haben, hat wirklich verstanden, wie das Produkt Wirecard funktioniert? Natürlich können wir sagen, es ist ein Zahlungsdienstleister zwischen Privatpersonen und Firmen. Nur wie dann hier tatsächlich Geld verdient wurde, das keine Ahnung. Das weiß niemand so richtig. Es gab zweifelhafte Geschäfte für hunderte Millionen, wie irgendwelche Fonds gekauft wurden oder irgendwelche kleinen Bushaltestellen, nur um die Banklizenz zu bekommen in Malaysia oder sonst wo. Und das sind einfach so Dinge, die kann ich als Anleger herausfinden und muss sie auch herausfinden, weil ich ja wissen will, wie diese Firma Geld investiert und vor allem Geld verdient. Und vor allem am Beispiel Wirecard ist es eben ganz deutlich, dass ich wirklich verstehen sollte, was die machen. Wenn wir jetzt hier einen Softwareunternehmer haben, der sich zusätzlich noch mit dem Bereich Kapitalmärkte und dem Bankwesen auskennt und der sagt, ey, ich traue mir zu, dass ich Wirecard analysiere, kann das Geschäftsmodell verstehen, dann kann der sehr gerne in diese Branche investieren, in diese Firma investieren. Aber ich würde sagen, ein Autohändler kennt sich jetzt nicht so gut aus mit irgendwelchen Softwares, die für die Bezahlungsdienstleistungen zuständig sind. Und da würde ich dann eher sagen, Finger weg von der Firma, investiere in Firmen, die du besser verstehst, speziell als Autohändler dann vielleicht in Automarken, in Dienstleister, die Autogeschäfte zur Verfügung stellen, solche Sachen. Natürlich auch in andere Branchen, aber hier kann man dann oftmals, wenn man wirklich das Know-how hat, wie eine Firma funktioniert, wie das Geschäftsmodell funktioniert, kann man oftmals einfach viel bessere Entwicklungen verstehen und auch Zukunftsentwicklungen vorhersagen. Und vor allem weiß man auch viel besser, was die Nachfrage ist, wie es uns ums Angebot steht und lauter solche Sachen. Dann zum dritten Punkt, wie schon gesagt, die Gewissheit des Totalverlustes. Wenn ich am Aktienmarkt investiere, wenn ich Geld in die Börse investiere, dann muss ich verstehen, dass mein Geld der Psychologie der Masse unterliegt. Und wie schon Gustave Le Bon gesagt hat, der Autor des Buch Massenpsychologie oder Psychologie der Masse, weiß ich jetzt nicht so richtig, die breite Masse ist dumm und unwissend. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute sich nicht mit dem Produkt auskennen, sondern einfach, dass Emotionen in einer Masse überhand nehmen können. Und bei Wirecard war es berechtigt. Hier war die Firma pleite und wenn eine Firma pleite ist, ist die Firma nichts mehr wert. Also ist ganz logisch. Aber für zukünftige Investitionen sollte man vielleicht im Auge behalten, dass mein Geld der Psychologie der Masse unterliegt und dass ich mich erstens nicht von dieser Psychologie mitreißen lassen sollte, von der Massenpsychologie und dass ich immer gegen diese Psychologie handeln sollte, aber eben auch, dass ich sehr viel verlieren kann mit dieser Massenpsychologie. Genau. Und vor allem für uns Deutsche ist es wichtig, dass wir unser Geld, wie schon gesagt, diversifiziert anlegen. Und nicht, dass wir unser Erspartes, was wir um 40, 50 Jahre auf dem Sparbuch haben liegen lassen, dann plötzlich nehmen und in eine Aktie stecken. Viele deutsche Privatanleger, die ihr Geld in Wirecard investiert hatten,
hatten zuvor noch nie angelegt was an der Börse und haben dieser Firma vertraut und haben ihr komplettes Erspartes in diese Firma investiert. Warum das nicht sinnvoll ist, hatten wir beim Punkt 1 schon bei Diversifikation. Aber ich muss halt eben auch damit rechnen, dass ich immer wieder im Laufe meiner Investmenttätigkeit Verluste machen werde. Und das ist einfach ganz wichtig, dass ich das benötigte Geld, was ich an der Börse investiere, nicht für das alltägliche Überleben brauche und dass ich eben noch Geld daneben haben sollte, was ich benutzen kann, um meine alltäglichen Dinge zu bezahlen. Und das ist eben bei vielen Anlegern, die in Wirecard investiert hatten, nicht so richtig der Fall gewesen, da sie viel Geld investiert haben, was notwendig ist für späteres oder auch jetziges Leben. Und diese Gewissheit des Totalverlustes muss einfach da sein. Dann ganz wichtiger letzter Punkt, bilde dir deine eigene Meinung. Und damit meine ich nicht, bilde dir deine eigene Meinung über das Unternehmen, sondern bilde dir deine eigene Meinung, wie viel ist die Aktie wert, wie viel ist das Unternehmen wert, ist der Preis übertrieben im Moment, wie steht es um die Kennzahlen, wie steht es um die Kunden. Da muss man sich seine eigene Meinung bilden. Und das geht da auch ganz leicht, da meistens alles im Jahresbericht drin geschrieben ist. Und nicht jeder ist ein Buchhaltungsexperte, ohne Frage. Und vermutlich hätte keiner von uns, inklusive mir, den Bilanzskandal aufdecken können. Aber ich muss ja als Investor auch kritisch werden, wenn wirklich jede Zeitung oder sehr viele Medien und auch Politiker eine Firma so decken wie Wirecard. Hier wurden ja sogar von der Finanzaufsichtsbehörde, die eigentlich dazu zuständig sein sollte, dafür zuständig sein sollte, die Anleger zu schützen, Wirecard als nicht bedrohlich eingestuft oder als keine Gefahr eingestuft. Man hat es einfach weiterlaufen lassen, man hat sogar ist gegen Shortseller vorgegangen und dann spätestens bei den Shortsellern sollte man sich dann schon mal überlegen, ey, wenn wirklich so viele sehr negative und auch logische Short-Selling-Berichte schreiben, dann sollte ich mir vielleicht schon mal die eigene Meinung bilden und sagen, ist es jetzt sinnvoll, in die Firma zu investieren, wenn es so viele Kontroversen drüber sind? Die einen sagen, es ist die beste Firma, die anderen sagen, es ist eine extrem schlechte Firma. Da muss ich mir meine eigene Meinung bilden und ich kann fehlliegen mit meiner Meinung, ohne Frage, ist auch nicht schlimm. Aber was ich dann habe, durch diese eigene Meinungsbildung, ich weiß, wo mein Fehler lag. Ich weiß es und kann den dann das nächste Mal verbessern. Und wenn du eben nicht deine eigene Meinung bildest, sondern allein von Short-Selling-Berichten oder auch positiven Zeitungsartikeln oder Aussagen von Politikern oder Aussagen von der BaFin Aktien kaufst, dann schiebst du die Schuld auf die anderen und weißt nicht, ey, was ist jetzt eigentlich schiefgelaufen, beziehungsweise willst du es ja gar nicht wissen, weil du ja eh die Schuld auf die anderen schiebst. Und da muss man so ein bisschen drüber nachdenken, dass es eben ganz wichtig ist, sich seine eigene Meinung zu bilden und vor allem die eigene Bewertung des Unternehmens durchzuführen, weil hier stoßen die meisten dann auf die Probleme, dass sie erstens nicht wissen, wie das dann wirklich geht und zweitens, dass sie sich zum Beispiel auf die Banken vertrauen, die ihnen dann sagen, Kurs hier 96 Euro. Obwohl es jetzt in den letzten 2 Wochen schon von 50 auf 70 Euro gelaufen ist. Genau. Und sowas muss einfach selber gefestigt werden. An der Börse ist die eigene Meinung extrem wichtig. Ja, kommen wir zum Fazit. Als Fazit von den 4 Punkten muss man natürlich sagen, Diversifikation ist das A und O an der Börse. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich Aktien höher gewichten. Aber da muss ich dann wirklich darauf schauen, wie ich gesagt habe, verstehe ich diese Firma? Ich muss ja nicht mal aus dem Bereich kommen, aber dann lese ich mich ein über das Produkt, über die Produkte, über die Firmen, über die Zukunftsfähigkeit, wie ist es in der Vergangenheit gelaufen? Benötige ich das in der Zukunft? Wozu benötige ich das in der Zukunft? Auf was sind die angewiesen? Auf was für Preise? Wenn wir es jetzt auf die Automobilindustrie beziehen, da sehe ich sehr viel Gutes auch bei den deutschen Autoherstellern, aber wir haben natürlich das Problem bei den deutschen Autoherstellern, dass die Halbleiterindustrie nicht in Europa ansässig ist, sondern zumeist in Taiwan, China und den USA. Hier sind wir abhängig davon. Solche Sachen muss ich mir dann eben selber entwickeln und selber interpretieren und selber analysieren.
Und für mich ist es eben auch ganz wichtig, dass die eigene Recherche betrieben wird, wie schon gesagt. Und ich kann mich ja an den Profis orientieren. Also ich kann schauen, ey, was hat ein Warren Buffett im Depot? Was hat ein Ray Dalio im Depot? Was haben diese Investmentlegenden im Depot? Aber ich muss mir eben dann trotzdem die eigene Recherche machen und zur Schlussfolgerung kommen, ey, warum haben die das im Depot? Lohnt sich das noch, dass ich mir das kaufe, oder ist der Zug schon abgefahren? Und nur so kommt man auf seine eigenen Fehler. Und als Fazit zum Thema Wirecard kann ich sagen, es ist enorm wichtig, sich die eigene Meinung zu bilden, wie ich auch gerade schon zum fünften Mal wiederhole. Einfach weil ich mir so selber die Schuld geben kann. Und das ist enorm wichtig im Verlauf des Lebens, aber auch vor allem an der Börse. Und es war ein schöner letzter Satz. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von diesen vier Punkten haltet, wie euch das Video gefallen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Servus.